So Leute, die Lachbären sind gesammelt. Die Lachbären? War das Lachbohnen oder Lachbären? Ich glaube Lachbären, ne? Gut, die sind gesammelt. Und die werden wir jetzt erstmal mit dem Typen hier abgeben. Erstaunlich, ihr habt alle drei Bären gefunden. Ja, genau. Schreitet voran auf eurem Weg. Ach du Kacke. Ja, und damit nochmal herzlich willkommen zu einem neuen Part von Mario Luigi Superstar Saga. So. Hurra, es geht weiter. Na, der fiese Baum wollte uns einfach nicht durchlassen. Aber es war ja klar, dass ihr die Drecksarbeit für uns erledigen würdet. Hey, Azubi, hier wird nicht getrödelt. Ab durch die Mitte! Oh, das gibt's doch gar nicht, ey. Oh, das sieht aber cool aus hier. Boah, erstmal viele Münzen. Und ein Pilz. Ach, da geht's auch noch lang. Hey, hier sind jetzt... Hä? Warum sind hier so viele Wege? Achso, die füllen alle. Alle zum gleichen, alles klar. Toll. Oh, Frischwurz. Ich weiß, ich habe irgendwie keine Ahnung, wofür das da ist. Ah, da kann man speichern, muss ich jetzt aber nicht. Oh. Ach, die QW extrem. Oder so, ne? Ich hoffe, die Pillen wirken bald, Mann. Dann schüttle ich mir Reime. Was macht der da? Man nennt mich In Vino Veritas. Bin erster Schlossherr im Chateau, Meister des Witzweinkerl. Das konnte ich nicht mehr lesen. Man könnte sagen, eine lebende Legende. Aber der Typ ist sehr von sich überzeugt. Naja, meine Herren. Was ihr hier seht, ist die legendäre Cuvée Extrem. Für die Herren einen Schluck Cuvée Extrem auf euer Wohl. Irgendwie traue ich dem nicht. Diese Cuvée Extrem habe ich über 1000 Jahre mit Witzen gefüttert. Der reiflich gereifte Reife habe ich dann weiter reiflich reifen lassen. Alles klar. Also der das trinkt, der wird richtig witzig wahrscheinlich. Wird ein richtig witziger Kerl. Bis ich diese erlesene Qualität erreicht habe. Dies ist ein guter Tropfen. Und Gäste mit schlechten Manieren bekommen. Und eins. Und zwei. Und drei. Das ist kein normaler Witzwein. Das ist eine Nummer zu groß für uns. Genießt die Cuvée Extrem mit dem ihr gebührenden Respekt. Ich sag ja, ich habe im letzten Part noch gesagt, es gibt auf jeden Fall einen Bosskampf. Ah, wie herrlich, wie wunderschön. Oh ja, ja. Oh, ah, ja. Bitte beachtet. Dieser Witzwein hat sein Bouquet, keine Ahnung, aus der aromatischen Reife von 1000 Jahre alten Scherzen. Die Cuvée Extrem besticht durch Blumigkeit und Beerenduft. Zum Wohle! Und erstmal fetter Bosskampf. Ich glaube, ich bin gar nicht mal... Nein, ich bin nicht gut geheilt. Alles klar. Ach, da muss man mit... Okay, heile ich jetzt erstmal... Na? Erstmal die Hackebude. Ach, der hat ein Schild. Ja, toll. Ich habe auf jeden Fall sehr viel Schaden gemacht. Okay, dann heile ich jetzt erstmal Mario. Wobei die Pilze, die machen nicht viel, ne? Nein, nicht auf Luigi... Ich habe mich vertan und Mario ist tot. Ja. Okay, jetzt nehme ich aber mal einen One-Up-Pilz DX. Die Melodie, ey. So. Okay, der hat ein Schild. Was machen wir damit? Müssen wir ein Schild zerstören? Ups, das wollte ich nicht. Ach, jetzt habe ich den... Jetzt habe ich das umgestellt. Shit. Oh, ups. Okay, der greift Mario an. Nee, doch nicht. Oh, jetzt habe ich das hier umgestellt. So, so ist richtig. Okay, nochmal. Hey, wieso verkacke ich das die ganze Zeit? Ah, das Schild ist aber kaputt. Schild ist kaputt. Jetzt kriegt der Typ richtig schön Schaden. Oder Typ, soll ich Typ sagen? Die Cuvée Extrem. Shit. Boah, ich hab schon wieder so wenig Leben, ey. Mann. Egal, ich greife jetzt erstmal mit allem an, was ich hab. Dann passt das. Shit.
Boah, gut, dass ich dem jetzt noch ausgewichen bin. Ey, das ist doch richtig fies gemacht. Halleluja. Okay, wer kriegt den Superpilz? Ach, Mario. Mario ist jetzt mal egoistisch und gibt sich selber den Superpilz. Der Luigi, der gönnt sich dann einfach normalen Pilz. So. Ja, gut. So müsste das klappen. Ah, greift er mal an. Okay. Oh. Jetzt greift er aber öfter an hier. Und den Schild kann er auch auf jeden Fall anscheinend nicht wiederholen. Ey, ich kann dem Scheiß echt nicht ausweichen. Nee, ich hab's noch kein einziges Mal geschafft, dem Scheiß auszuweichen. Ich springe immer zu spät oder zu früh. Aber ich finde da keine Mitte. Boah, jetzt habe ich richtig schnell auf den Knopf gedrückt. So, mit alles, was wir haben. Mit allem, was wir haben, sorry. Deutsch, ne? Ist eins schwere Sprache. Ey, das ist der Wahnsinn, ey. Boah, kann er nicht mal down gehen? Oh, was ist denn jetzt los? Ist das so ein Schutzmechanismus oder, also kann er jetzt nicht mehr angegriffen werden? Nee, doch, der kriegt noch Schaden, aber weniger, glaube ich, oder? Ach, nee. Oh, nee. Entließ in die Luft. Ah, jetzt heilt er den auch noch. Aber es sind nur 14. Autsch, der ist tot. Scheiße, wenn er jetzt nochmal angreift. Okay, gut. So, Luigi. One-Up-Pilz für dich. Huiuiui. Dafür, dass der so mit so viel mit Witzen gefüttert wurde, ist der jetzt aber nicht so witzig, finde ich. Okay, das kann ich nicht machen. Einfach mal draufspringen. Ja. Jetzt hält er den nochmal. Shit, das heißt, ich muss den jetzt mit... köstlichen Duft. Muss den jetzt mit, Boss-Attacken angreifen. Anscheinend geht das sonst nicht. Ach du Kacke. Ne, ich krieg das nicht hin, das zu timen. Ich weiß nicht warum. Shit, ey. Der Bosskampf ist gar nicht mal so leicht. Vor allem, weil ich die eine Attacke... Ich kann einfach nicht ausweichen. Boah, Kacke, ey. Egal, dann kriegt jetzt nochmal eine Hackebrüder in die Fresse. Die Hackfresse. So, jetzt ist er wieder klein. Shit. Ah, ich hab, kann sogar nochmal Hackebrüder machen. Perfekt. Okay, dann brauche ich jetzt erstmal... Ja, wem gebe ich den Sirup? Ich glaube erstmal Mario. Mario. So. Los, Mario! Ah, shit. Ah, ich muss schon wieder heilen hier. Entschuldigung. Oh, jetzt wird erstmal gleich der auch noch geheilt. Ah. Okay, dann gebe ich Luigi, weil ich kann ja sowieso keinen Einzelangriff machen, weil das wird sich ja nicht lohnen. Deswegen kriege ich jetzt auch noch einen Sirup. Jetzt greift er. Ach, der wird aber noch nicht geheilt. Und ich habe abgewehrt. Mensch, ey. Jetzt läuft's aber hier. Und da ist er down. Und Level up. Level 12. Okay, soll ich wieder zufällig machen? Ich weiß nicht. Wobei, nee, ich glaube, ich mache jetzt mal... den Bart. Bitte eine 4. Komm schon. Oh, echt eine 4. Boah. Boah, schon wieder eine 4. Im letzten Part haben wir auch eine 4 gehabt hier bei Luigi beim Bart. Und jetzt bei Mario auch noch. So, machen wir erstmal den Angriff wieder. Ich habe wieder Bock, dass Luigi mehr Angriff hat. Und eine 4. Schon wieder eine 4. 42 Angriff. Das kann sich sehen lassen. Klöle. Das Aroma meiner besten Scherze aus 1000 Jahren. Warum steht er eigentlich so komisch? Ist das eine Ballerina? Macht der Ballett oder so? Oh. Pardon, wollte ich nicht. Ja, ist klar. Oh. Erstmal schön in die Kurve extrem gefallen. Und Luigi ist... Oh, jetzt sind Mario und Luigi getrennt. Mario! Mario! Na toll.
Ja, natürlich gibt es jetzt. Es ist wahrscheinlich so ein richtig riesen Umweg. Oh, jetzt muss ich auch alleine gegen Viecher kämpfen. Ach, ist A. Jetzt ist B. Jetzt wollte ich schon A drücken. Shit. Hey, jetzt greifen die sogar ins Leere an, weil Mario nicht da ist. Shit. Ah, nein, jetzt ist Luigi vergiftet. Wo wieder der aussieht. Okay, der ist down. Jetzt hoffentlich ruft er jetzt nicht wieder seine Cousins. Okay, gut. Boah, ist geheilt. Ich dachte schon, der ist jetzt die ganze Zeit irgendwie. Ich müsste irgendwie den jetzt heilen. Aber zum Glück nicht. Der Status-Effekt ist dann nach dem Kampf weg. Und ich habe keinen Bock auf den Kampf. Nein! Jetzt bin ich dann natürlich reingerannt. Ne, ich glaube, da flüchte ich jetzt. Shit. Ja, ich muss flüchten. Luigi, renn! Okay. Ist denn noch jemand... Boah! Gut, dass ich da jetzt noch ausgewichen bin. Huiuiui. Und erstmal Luigi heilen jetzt. Pilz, Pilz. So. Ja, wie Mario einfach weg ist. Kein Bild mehr da. Ja, tschüss, du Viech. So. Oh, 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 oh. Okay, der hat wieder einen Pfeil gedingenst. Kann ich hier lang? Oder hier lang? Ach, hier ist nur eine Fragezeichenbox. Okay, ein Pilz. Und tschüss. Jetzt müssen wir aber gleich da sein, oder? Weil wir gehen doch jetzt die ganze Zeit weiter runter. Hm. Ah, da ist er doch. Ja, zu früh gefreut. Ach so, ja, gut. Dass die Kuvert extrem nicht ausläuft, frage ich mich. Also, warum nicht? Also, irgendwie, keine Ahnung, ich verstehe es nicht. Ja, die Kuvert extrem hat sich damit auch erledigt. Ach nee, Mario hat die. So, Mario und Lu. Ja, Marios Kumpel da, ne? Ja, was ist mit Marios Bauch los? Ja, ich würde mal sagen, da ist jetzt die Kuvert extrem drin. Was? Was ist los? Er sagt, Marios Bauch ist bis zum Rand voll mit der legendären Kuvert extrem. Beim beständigen Bohnenmus. Bohnenmus. Boah, das sieht so eklig an. Sofort Bericht an Hilde Bona. Verstanden, aber was ist eigentlich Kuvert extrem? Ja, weiß ich auch nicht. Ach stimmt, die braucht ja die Kuvert extrem. Wie ihr seht, hat ihre Majestät sich zur Ruhe begeben. Auf dem Boden. Habt ihr wirklich die legendäre Kuvert extrem gefunden? Uah, ist schön aus Marios Bauch. Rapschui. Oh. Und dies ist der Helmewurm. Und tschüss. Oh. Unglaublich! Ein voller Erfolg! Königin Mamella ist geheilt! Oh, passt sie über den Thron rein? Endlich kann ich wieder lachen. Gut gemacht, Hildebo. Was? Hol. Wer? Die Ehre gebührt nicht mir, sondern Mario Luigi. Also, Lugmilla hat die Stimme von Prinzessin Peach und die Sternbohne gestohlen. Wie extrem schändlich. Aber wieso hat Lugmilla wohl die Stimme von Prinzessin Peach und die Sternbohne gestohlen? Oh, eine Karte. Oh, jetzt erstmal so eine Story, so eine Erklärung. Die Sternbohne ist die Hüterin des Landes. Sie erfüllt jeden Wunsch, den man von ihr äußert. Aber sie schläft tief, damit niemand sie missbraucht. Ach so. Das heißt, man braucht eine schöne Stimme, um die Sternbohne aus ihrem Schlaf zu wecken. So wie die von Prinzessin Peach. Und zwar die Stimme eines Auserwählten von reinem Herzen. Die einzige Person, die in unseren Tagen noch eine solche Stimme hat, ist Prinzessin Peach. Aber die hat jetzt keine Stimme mehr. Deshalb hat Lugmilla Peach Stimme gestohlen, ja. Um mit der Sternbohne ihre eigenen Wünsche zu erfüllen. Ich glaube nicht, dass das gute Wünsche sind. Lugmillas Wunsch ist sicher die Weltherrschaft. Oh. Ja, und die lacht einfach. Ganz ruhig, wir wissen doch schon lange, was Lugmilla will. Und wir sind vorbereitet. Wir sind Lugmilla 2 bis 3, wenn nicht sogar 4 Schritte voraus. Ja. Eure Majestät, Prinz Marmek ist soeben eingetroffen. Ein wunderbares Timing. Marie-Lucie geht und begrüßt Prinz Marmek. Okay, dann machen wir das mal. Let's go! Wo ist der denn? Boah, ey. Der hat immer einen Auftritt.
Ein Toast auf Rot und Grün. Ihr habt mir damals sehr geholfen. Und jetzt macht sich meine geheime Mission auch endlich bezahlt. Mein Gott, richtiger Schönling. Marmek, sei ja bedankt für seine treuen Dienste. Wissen wir nun, wo sich Ludmilla versteckt? Hihihi. Wir wissen es. Ganz genau. Südöstlich von hier gibt es doch ein Forschungszentrum, die Lachhochschule. In dieser Lachhochschule halten sich Ludmilla und ihr kranker Knecht verborgen. Der kranke Knecht. Natürlich, die Lachbohnenschule ist womöglich der ideale Ort, um die Sternbohne zu wecken. Ihr werdet mich sofort zur Lachhochschule begeben. Gehabt euch wohl. Euer Herr Newstime. Mario Luigi, das ist eure Chance, die Stimme von Prinzessin Peach zurückzuholen. Ich gebe den Wachen Anweisungen, euch zur Lachhochschule passieren zu lassen. Boom. Ach du Scheiße. Gut, das heißt, wir müssen jetzt zur Lachhochschule, aber jetzt müssen wir auch erstmal gucken, wo die überhaupt ist. Ich habe da nämlich keine Ahnung. Schloss Bonia, geht's da lang? Gut. Ah genau, aber ich wollte hier in dem Laden nochmal vorbeischauen. Genau das wollte ich tun. Wie ihr seht, ist dies ein exquisites Modehaus, in dem auch Prominente einkaufen. Unsere Preise sind durch die Qualität gerechtfertigt. Was darf es denn sein? Ja, ich kaufe mal gern was. Promi-Kleidung, modische Orden. Oh, ist ganz schön teuer. Herzhose. Verteidigung wird erhöht. Ne, ich brauche aber irgendwas, was den Angriff erhöht. Lachhose. Ich glaube, das nehme ich mal für Mario. Luigi. Oh, die Blue Jeans. Gut, das war's dann auch erstmal. Ja, mehr brauche ich nicht. Tschüss. Tschüss. So. Okay, dann gucken wir jetzt erstmal, wo es zur Lachhochschule geht. Ich kann einfach auf die Karte gucken. Ach nee, das wird nicht angezeigt. Ja, ganz toll. Ah doch, Lachhochschule da unten. Gut, dann geht's ab nach unten. Dim, 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 dim. Ja, da geht's nicht lang. Deswegen hoffe ich mal, dass es hier rechts lang geht. Irgendwie, irgendwo. Ja, das ist eine Brücke. Perfekt. Dim, 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 dim. Boah, was ist das denn, Alter? Das ist ein Dingens da. Ja, genau, so ein Dingens da ist das. Lachhochschule, gut. Hier unten müssen wir lang. So, ich glaube, in diesem Part werden wir aber... Ach doch, die lassen mich passieren. Ich glaube aber nicht, dass wir die in diesem Part noch erreichen werden. Aber ist ja nicht schlimm. So, ich glaube aber, dass wir... Ich glaube, wir kommen aber ziemlich schnell an, oder? Also hoffe ich jetzt mal. Ich habe jetzt keinen Bock... Oh, was ist das denn? Lachhochschule rechts. Okay. Oder sind wir jetzt sogar schon da? Könnte sogar... Ist die hier schon? Ah, das ist die doch schon hier, oder? Stimmt! Hilfe! Rettet sich, wer kann! Oh. Oh. Sieht ein bisschen demoliert aus. Erstmal... So war so ich immer lustig, so. Rettet sich vegan! Voll auf die Schnauze geflogen. Ja, gut. Dann würde ich jetzt auch mal sagen, war's das für diesen Part. Und im nächsten Part werden wir dann die Lachhochschule erkunden. Vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns, hören uns, was auch immer, beim nächsten Part von Mario Luigi zusammen durch die. Zusammen durch die Zeit? Ich glaube, das ist das falsche Spiel. Nochmal. Wir hören uns oder sehen uns beim nächsten Part von Mario Luigi Superstar Saga. Bis dahin. Ciao.